Einen schönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Folge Banking mit Bexio. In dieser Folge möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie im Bexio ein Bank- bzw. Kassenkonto anlegen, was daraus für Auswirkungen in unserem Kontenplan entstehen, wie wir das Bankkonto standardmäßig für unsere Dokumente, in unserem Beispiel jetzt dann die Rechnungen, einstellen können und wie wir dann auch noch einen Zahlungseingang buchen mit dem Bankkonto, das wir dann zur Auswahl erhalten. Damit Sie dieses Bankkonto zur Auswahl erhalten, ist der erste Schritt, dass Sie das Bankkonto in Bexio im Bereich Banking, sehen Sie hier in der schwarzen Menüliste, klicken Sie hier auf Banking und wählen oben rechts den grünen Knopf Bankkonto hinzufügen. Hier werden Sie dann aufgefordert, zuerst mit dieser Checkbox hier oben zu markieren, ist es ein Kassenkonto oder ist es ein Bankkonto? Und mit dieser Auswahl sehen Sie, wenn ich das anwähle, fallen schon sehr viele Einstellungen weg. Dann braucht es nur noch eine Bezeichnung und die Währung, die ich auswählen muss, wenn ich ein Kassenkonto anlege. Wir legen heute aber zusammen ein Bankkonto ein. Dafür brauche ich als erstes eine Bezeichnung. Das wäre jetzt in meinem Fall heute ein Raiffeisenkonto. Die Währung ist in Schweizer Franken. Des Weiteren gebe ich hier unten den Inhaber an, auf den das Konto bei der Bank läuft. Das ist in meinem Fall die Bexio AG. Die Adresse wäre jetzt hier die Straße. Postleitzahl und den Ort. Habe ich die Adresse eingegeben, verlangt es mir auf der rechten Seite noch die IBAN-Nummer. Die habe ich jetzt schon mal vorgängig kopiert. Füge diese hier ein und wenn ich das Feld verlasse, prüft es mir die IBAN-Nummer und bestätigt die mir mit einer grünen Markierung und einem grünen Haken und zieht automatisch aus der IBAN-Nummer den Banknamen, die BC-Nummer, BIC und SWIFT-Code plus die Kontonummer. Das ist alles so in der IBAN enthalten und wird mir hier automatisch angezeigt. Den Punkt Faktura mit ESR, den lassen wir jetzt noch weg. Den zeige ich Ihnen dann in einer nächsten Folge, in einem nächsten Video. Der ist dann noch ziemlich umfangreich, was da alles gemacht werden kann. Somit bin ich hier schon fertig, speichere das Ganze und komme erst das Raiffeisenkonto hier unten zur Auswahl. Das ist jetzt hier angelegt. Kann das bei Bedarf auch mit meinem E-Banking verbinden. Werde dann aufgefordert, meine E-Banking-Daten, Vertragsnummer, Passwort und das Login durchzuführen. Das lassen wir jetzt aber hier weg. Wenn ich das Konto hier angelegt habe, wird mir automatisch im Kontenplan der Finanzbuchhaltung ein Bankkonto erstellt. Das müssen Sie nicht manuell machen. Das sehen Sie, wenn Sie hier oben rechts auf die Einstellungen gehen, unter alle Einstellungen, in den Buchhaltungseinstellungen, Kontenplan der Finanzbuchhaltung. Und jetzt, wenn wir das hier öffnen, sehen wir hier, das Konto 1021 wurde mir angelegt, Bank Raiffeisenkonto, mit der Vermerkung hier als Systemkonto, das heißt, das Konto ist verknüpft mit dem Konto im Banking und kann hier nicht gelöscht werden. Das ist so gesehen die Auswirkung, was das hat auf Ihrem Kontoplan. Das ist automatisch verbunden. Sie können diese Verknüpfung nicht lösen oder manuell herstellen. Deshalb vom Prozess her ist es notwendig, dass Sie das Konto immer zuerst im Banking anlegen und der Rest macht dann Bexio für Sie im Kontoplan automatisch. Das Gleiche gilt auch, wenn es ein Kassenkonto wäre, würde es mir hier, sehen wir das oben das Beispiel, habe ich mal ein Eurokonto angelegt, hat hier die Nummer 1000 bekommen, auch wieder das Systemkonto markiert.
Des Weiteren habe ich jetzt die Möglichkeit, in meinen Grundeinstellungen das Konto als Standardkonto zu hinterlegen. Heißt für mich, wenn ich eine neue Rechnung erstelle, dass dort automatisch das Bankkonto, welches ich auswähle, als Referenzkonto hinterlegt ist. Und das machen Sie dann auch wieder hier unter den Einstellungen, bei alle Einstellungen, Funktionen und Module. Dann wählen Sie auf der unteren Hälfte den entsprechenden Dokumenttypen an, in unserem Beispiel eine Rechnung, und können dann hier beim Abschnitt Bankkonto das Raiffeisenkonto auswählen und das Ganze speichern. Macht dann Sinn, wenn Sie Rechnungen in den meisten Fällen mit diesem Konto verschicken, dass da automatisch jeweils das Raiffeisenkonto ausgewählt wird und dann zum Beispiel auch auf der Fußzeile entsprechend die Bankdaten erscheinen und Sie das nicht manuell jedes Mal steuern müssen. So, das wären die Einstellungen. Und wenn wir jetzt als Beispiel einen Zahlungseingang buchen, gehe ich hier mal auf eine offene Rechnung. Und damit ich diesen Zahlungseingang buchen kann, brauche ich das Konto im Banking, da ich nur die Konten, die ich im Banking angelegt habe, auf den Rechnungen zur Auswahl erhalte. Sei es jetzt, ob Sie den Abgleich per Bank direkt über die Schnittstelle machen oder das manuell in der Rechnung, wie jetzt in unserem Beispiel, indem Sie die Rechnung öffnen. Und wenn die sich im Status offen befindet, das sehen wir hier oben rechts, klicken Sie hier auf den Reiter Zahlungseingänge und Gutschriften. Und hier kann ich einen neuen Zahlungseingang erfassen. Wähle das Datum plus das Bankkonto. Jetzt sehe ich, hier kommt mir auch das Raiffeisenkonto zur Auswahl. Und wähle dann rechts neben dem Betrag dieses Diskettensymbol Speichern, damit die Rechnung auf Bezahlt wechselt. Jetzt ist der Zahlungseingang drin, verbucht in der Finanzbuchhaltung und der Status wechselt mir hier oben auf Bezahlt. Ich kann hier auch in der Rechnung, wenn ich die jetzt nochmal bearbeiten muss, kann ich den Zahlungseingang wieder rauslöschen mit dem Abfalleimer-Symbol und dann ist die Rechnung wieder im Status offen. Hier sehen wir jetzt im Status offen noch eine zweite Möglichkeit. Sie haben hier eine Statusaktion, Rechnung ist bezahlt. Wählen Sie diese an, wird die Rechnung immer mit dem heutigen Datum, währenddem Sie auf diesen Knopf klicken, auf bezahlt gebucht. Und ist das nicht der Fall, dann müssen Sie es hier manuell über neuer Zahlungseingang machen. Hat aber schlussendlich beides dasselbe zur Folge. Nur das Datum ist dann jeweils ein anderes. So, die Rechnung ist bezahlt, erledigt, kann abgelegt werden. Das wäre schon von meiner Seite her bezüglich Bankkonto bzw. Kassenkonto einrichten. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie wir den ganzen ESR, den orangen Einzahlungsschein mit Referenznummer, einrichten. Besten Dank, gute Zeit, schönen Tag noch, wiederhören.